Ja, Leute, ich melde mich natürlich immer wieder mal mit Splatoon zurück und anscheinend gibt es jetzt Part für Part neue Updates und heute sehen wir wahrscheinlich die erfolgreichste Waffe des Online-Modus, nämlich die so umragende Klecksplatling. Ja, das ist eine Gatling, also die, wie die Splatling halt, nur sie ist viel leichter, aber anscheinend scheint sie genauso stark zu sein und noch viel schneller im Aufladen. Also es ist wirklich eine mächtige Rakete. Nur die Reichweite ist halt nicht so hoch, aber das Set ist einfach perfekt. Man hat zuerst mal diese schnell tötende und schnell feuernde Waffe. Man kann sich noch sehr flink bewegen. Dann hat man die Haftbomben, mit denen man sehr gut Gebiete einsperren kann, also Gegner zurückdrängen kann, und dann hat man zum Schluss noch eine Tenzuka, mit der man jeden One hittet. Also auf die freue ich mich jetzt. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar meine Main-Waffe wird. Mal schauen. So, im Standardkampf gibt's den Punkt Sylvella und Tümmlerkuppel, ja okay. Und im Rangkampf Dekanbadstation und Laufflossendepot. Ja gut, mal schauen, welcher Modus überhaupt gespielt wird. So, dann wechseln wir mal sofort zu Waffenshop. Ja, jetzt kommt der Arti-Text hier. Du bist cool, die Splatling ist OP. Nein, nicht die kaufen. Wir wollen die für 7200 Münzen. Ja gut, dann kaufen wir sie und legen sie an. So Leute, ich schaue jetzt nur noch kurz in den Läden vorbei, ob es noch Kleidung gibt. Ziemlich anders an, wenn die Kleidung maximal gelevelt ist, und dann geht's los in der Schlacht. Ja, dann schauen wir mal, ob die Waffe wirklich hält, was sie verspricht. Wir spielen im Skatepark, okay. Die Tümmlerkuppel wäre mir lieber mit der Splatling. Und wir haben einen Gegenspieler, der die stärkere Version dieser Waffe benutzt. Aber seht nur, wie schnell die auflädt und wie schnell wir uns bewegen können. So, es ist wirklich eine böse Waffe und töten kann sie auch ganz schnell. Also man soll da nicht voreilig handeln. Man muss da sehr vorsichtig vorgehen. Also für den Gegner. Das kann nämlich schon böse enden. Seht ihr? Und da ist schon der erste gestorben. Reichweite ist halt nicht so hoch. Und man braucht halt 4 anstatt 2 Treffer. Aber gut. Oh, das hat er schön gemacht. Okay. Aber wir gehen jetzt nicht hier aufs Töten. Wir gehen aufs Einfärben, ne? Aber wir haben dann noch die Klebebomben. Also, wow, das ist ein Set, was wirklich sehr, 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 sehr cool ist. Also, ich glaube, ich werde das mainen. Besonders im Herrschaftskampf, weil ich spiele da sehr häufig die Splatling, je nachdem welche Arena, also in Kofferfischlager und wie heißt die andere, Moräntürme, genau. Dort spiele ich die Splatling sehr häufig als Waffe und sehr erfolgreich, und ja, ich denke, dass die hier auch da ganz gut mitmischen kann. Vielleicht in den Moräntönen nicht so. Da geht es nämlich mehr so um die Reichweite. Damit ich die Gegner halt von unserer Zone aus schon sehr, sehr früh erreiche und wegballern kann. Aber ja, im Kofferfischlager denke ich, dass das eine ganz böse Waffe wird. Habt ihr die auch schon mal getestet? Also, wenn ja, würdet ihr sie mainen? Und ja, wie gefällt sie euch im Ganzen? Ich finde es eine richtig gute Waffenauswahl. Also das Set stimmt, die Waffe ist top. Ja, es kann eine ganz, ganz, ganz üble Kategorie werden. In manchen Modi. Mal schauen, welche Spieler drauf reingehen, die Waffe mal zu versuchen. Weil, wow, also das Aufladen dieser Waffe ist wirklich sehr, sehr cool. Jetzt möchte ich doch ganz... Boah, ich bin drüber gesprungen. Oh mein Gott, Skill. Oh mein Gott, Skill. Wow. Krass. Okay, die Waffe verleiht einem auch noch Skill. Und ja, wir sind gnadenlos überlegen. Dabei bin ich der höchstgelevelte in der Gruppe. Also es sind nur noch so 20 bis
sogar Level 10er sind sogar drin, also zu 18 bis 27. Ich glaube 27 ist das zweithöchste Level. Ich bin der höchstgelevelte mit 34. Und jetzt bekommen wir bald eine neue Ausrüstung mit dem Level 35. Und ja, das ist ein klarer Sieg, würde ich mal sagen. Ja, doch sehr knapp, okay. Aber ja, dieses Blattling ist so süß. Oh, und sie ist sogar noch ein bisschen kleiner als die anderen. Ich mag diese Pose einfach. Ja, Level dauert doch noch ein bisschen, aber ja, mit dem Rangkampf kann das ganz schnell gehen. Ich glaube, 9 Kämpfe müssten wir gewinnen mit einem K.O.-Sieg. Ein Abonnent hat mitbekommen, dass wir gerade Splatoon zocken. Dann begrüße ich dich mal, Tobey. Er ist leider im gegnerischen Team. Also gut. So, dann sehen wir auch die Tümmlerkuppel, das ist gut. Dann habe ich verschiedene Maps zum Testen. Ja, einfärben geht aber auch sehr, sehr cool mit der Waffe. Also, ich sehe überhaupt keine Schwächen der Waffe an, also, außer dass man mehrere Treffer braucht zum Töten. Aber, come on, also, das ist jetzt nicht der größte Schwachpunkt der Waffe, weil man kann sehr gut das ausgleichen mit der richtigen Ausrüstung. Und, ja. Eine richtige Schwachstelle habe ich jetzt noch nicht gefunden. Weil es gibt keine. Jedenfalls finde ich momentan keine. Vielleicht seht ihr ja eine Schwäche dran, aber ich finde die Waffe an sich sehr, sehr mächtig. Und, ja, es gefallen tut sie mir auch, weil sie halt sehr schnell aufladen kann. Frage ist, sieht man das Fadenkreuz? Also, sehen die anderen Spieler dass ich in eine Richtung ziele. Das würde mich interessieren. So, jetzt Tetsuga hier. Ah, da hat er mich gekriegt. Sogar der Tobey, naja. Ich wollte schlauer sein, aber das Mindgame wollte es nicht. Da war die Konzentration nicht ganz so groß. Ich hätte wegschwimmen müssen. Ja, das ist vielleicht der einzige Nachteil, aber das haben die Splatlings ja allgemein an sich. Wenn man aufgeladen hat, dann schießt und dann schnell als Gridform wegschwimmt, dann ist der ganze, ja, die ganze Tinte halt weg, aber gut. Das ist jetzt auch nicht so wild. Besonders bei dieser Waffe nicht, bei der Splatling vielleicht schon, weil die doch dann sehr langsam ist und sehr lange braucht zum Aufladen. Aber bei der hier, nee. Was, wie sieht es eigentlich aus, wenn ich nicht voll auflevele? Sieht auch böse aus. Aber ich glaube, töten geht nur im Maximum und es sind ein paar Sekunden. Also seht ihr, sehr schneller Death. Jetzt holen wir uns den Tobey hier auch mal. Ja, gekriegt. Ja, 1-1 steht es dann. Und ja. Doch, für den Standardkampf ist es eine ganz top Waffe, ja. Sogar mag ich mittlerweile die Tenzuka lieber als das Tinferno. Also das Tinferno hasse ich an sich, weil man immer auf das Gamepad schauen muss. Das so ein bisschen ablenkt. So, hier ein bisschen neutralisieren. Dann hier einfärben. Hier spawnt noch jemand. Oh, und da ist noch ein Pinsel. Wow, doch. Doch, das Töten geht sehr schnell mit der Waffe. Doch, doch, doch. Da haben wir schon ein Monster kreiert. Also nicht gekriegt, er. Aber Nintendo hat ein Monster kreiert. Und es wundert mich gerade, dass nicht so viele Spieler, die überhaupt zocken, alle auf den Disperser. Merkwürdig. Kommt vielleicht noch der Hype um die Waffe, aber ich finde sie geil. Ich finde sie wirklich, wirklich sehr gelungen. So, jetzt muss ich den Tobey aber leider verlassen, weil wir immer zwei Standardkämpfe und drei Rangkämpfe spielen. Bis dann, Tobey. Jetzt würde es nur noch 8 K.O.-Siege brauchen, um ein Level aufzusteigen. Also das geht dann doch ziemlich fix.
Und ja, wir spielen Herrschaft, wie ihr gesehen habt. Das ist der Modus, in dem ich diese Waffe als beste sehe. Von meinen Main-Waffen. Außer der Disperse, das ist immer noch meine Lieblingswaffe. Aber ja, die hier hat das Potenzial und mal schauen, ob sie es ausnutzt. Ja, diese Eimer-Typen hasse ich wie die Pest. Weil sie dich von überall kriegen. Das ist so schrecklich. Mein Gott. Haben wir den schon mal gezockt? Ich weiß es jetzt nicht. Ich denke aber schon, ja. Als die Splatling rauskam, kam der Eimer auch, ne? Ja. Und ja, ich kann den Eimer einfach gar nicht. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Es ist genauso schlimm wie die, die mit dem Kalligraphen rumfuchteln, als sei das. Ja, ich weiß auch nicht. So richtig Japaner halt, ne? Kellerkinder. Ah, weg mit dir. Was ist jetzt? Was geht jetzt vor sich? Ja, die Reichweite ist aber sehr, sehr gut. Man kann sich halt gut verstecken. Schnell reagieren. Ist auch nur im Laufen sehr schnell. Wenn wir jetzt die Herrschaft kriegen, bekommen die Gegner eine Strafzeit. Also, ich opfer mich jetzt mal. Spring aus der Zone und hab noch einen gekillt. Wow. Wow, krass. Ja, da habe ich den Fehler begangen. Ich habe mich als Squid verwandelt und wollte dann weiter schießen. Das war ein Fehler. Da habe ich die Taste ein bisschen zu schnell gedrückt. Aber jedenfalls haben wir eine Strafzeit für die Gegner aufgebaut. Wenn wir das jetzt halten, dann ist noch alles drin. Komm schon. Ah, jemand befindet sich in der Zone. So, den Eimer versuche ich jetzt mal umzulegen. Da kommt noch jemand. Ah, vergiss es einfach mit dem Scheißeimer. Kannst du einfach einpacken? Kannst du Eimer packen? Unmöglich. Einfach unmöglich. So, ich spreche jetzt durch. Ich versuche jetzt jeden. Oh, verdammt. Ich versuche jetzt die Gegner zurückzustoßen. Ja, gut gemacht von irgendwer. Ich weiß. Oh, Tezuka. Und der Sniper ist auf der anderen Seite. Was hat mich jetzt getötet? Nie im Leben. Nie im Leben. Lag. Das war Lag. Das hat man doch gesehen. Der hat mich doch nicht getroffen. Der Strahl ist doch an mir vorbeigezogen. Ja, dann sind die Japaner wieder für die schlechte Internetverbindung schuldig. Dass es einfach keinen regionalen Modus gibt. Ich denke, das ist aber auch wirklich gewollt so, weil man macht es ja in Mario Kart, aber es soll wirklich hier absolut keine Vorteile mit Freunden und so geben, weil regional ist dann ja noch eine kleinere Lobby und da stößt man dann ja auch auf eben regionale Spieler und manchmal kommt es ja vor, dass eine ganze Region sich kennt, ne? Ich glaube, das will man wirklich vermeiden und dieser Sieg war nicht zu stoppen. Nee, nee. Aber das liegt jetzt nicht an meiner Waffe. Ich bin sehr zufrieden mit der. Es war halt, ja, Gegner waren einfach stärker. Muss man halt so hinnehmen. Ja, drei Japaner gegen einen, da hast du keine Chance. Und ja, nur die Japaner zählen. Die machen das Spiel. Immerhin Zeitbonus von 3 Minuten. Yay! Und weiter. So, das Blauflossendepot mit Erobere die Zone. Ah, es liegt vielleicht auch an der Dekanban-Station. Ich komme da einfach nicht klar. Ich bin noch immer in der alten Dekanban-Station. Ich hoffe, dass die auch irgendwann zurückkommt, also dass man dann beide Arenen spielen kann. Beide Versionen. Das ist gefährlich. Wer hat die Herrschaft? Die hat die Herrschaft, okay. Und der ist sehr böse gesprungen. Sehr guter Schachzug von Nono. Holy shit. Das war wirklich gut gemacht. Kann man nicht meckern. Der weiß, wie man seine Waffe bedient. So, und es ist irgendwie sehr, sehr gefährlich mit denen.
Die sprechen sich irgendwie so indirekt sehr gut ab. Und wieder so ein Eimer-Typ. Ich könnte kotzen. Ist er ein Freund oder ein Feind? Also der Nono ist ein Feind und der andere, der gestorben ist, ein Freund, ne? Ah. Oh Leute, es läuft wieder nicht gut. Schade. Sich mag ich dies Blattling. Vielleicht sehe ich die dann doch in einem anderen Modus, aber nee. Das ist schon ganz gut. Ich stelle mich nur ein bisschen blöd an. Und ja, die Gegner sind auch ein bisschen stark. Also. Was will man denn gegen die tun? Okay, ich habe einen gekriegt, auch wenn es nachher ein bisschen lag aussah. Ich weiß ja nicht. Okay, der leuchtet dort. Ich weiß nicht. Ich muss mir noch die Sets irgendwie einprägen. Also. Oh, Kugelschild. Ja, Kugelschild. Welche Waffe welches Set hat. Natürlich ist das nicht so einfach bei manchen Waffen, die gleiche Set haben. Ah, geht sterben. Scheiße. Ja doch, da braucht man schon die passende Ausrüstung, also ein bisschen auf Stärke getrimmt. Ich spiele ja jetzt gerade einfach mit random Kleidung, dass ich die halt vollständig auflevele. Denn ich glaube, ich besitze bereits alle Schuhe und Hüte. Mir fehlen halt nur noch einige Oberteile. Und ja, dann level ich halt alles mal hoch. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch eine interessante Kombi dabei raus. Ich habe schon manchmal neue Kleidung gefunden, die an sich ganz gut ist. Oh, und hier, wie nennt man die? Heulboje über Heulboje. Eieieiei. Oh, da kommt jemand. Oh, den hätte ich mir nehmen müssen. Warte, Klebebombe. Meine Oma schmeißt ja Wasser. Oh, da kommt von hinten jemand. Oh, mit dem Kugelschild. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh, da ist er. Da ist er. Ah. Was spielt der? Kleckser. Ah. Da sieht man nicht mehr so häufig mit all den Waffen, aber wird dann doch noch sehr häufig von guten Spielern genutzt. Also die Zeit des Klexers, Junior Klexers, ist noch nicht vorbei. Die Zeit des Eimers leider auch nicht. Ich hasse diese Waffe. Mein Gott, das ist Kotze. Das war dumm von mir, weil sie richtet, mein Team richtet ein Schutzschild auf und was tue ich? Ich spring durch oder neben dran. Nee, wird schon wieder nichts. Sind einfach zu stark. Vielleicht wird das letzte Match ja was. Ich will mit dem Eimer ins Team kommen. Wie heißt der denn? Da fühle ich mich nämlich sicher, weil... Ja, die, die den Eimer heutzutage noch spielen, die können den wirklich spielen. Also, der wird nicht mehr so von Neulingen benutzt. Natürlich kann auch wieder vorkommen, aber ja, meistens sind es gute Spieler. Und meistens im Rangkampf, ne? So, es ist so ein... Ich weiß seinen Namen jetzt nicht, aber er hat irgendwie so einen Helm auf, diesen Nachtsicht-Helm. Dekanbadstation wieder. Okay. Ich überlege gerade, wie kann man das denn jetzt besser machen? Also so in die Zone reinspringen vielleicht nicht, weil wir doch sehr langsam sind. Ich versuche jetzt eher so ein bisschen Sniper-like zu werden. Von hier oben ein bisschen zu treffen. Ach, das war schlecht. Ah, jetzt ist gut versteckt. Okay, ich dachte, er sei weggeschwommen. Ich rechnete aber damit, ihn zu treffen, aber... Ja, ja, die One-on-Ones in Splatoon sind dann bei mir doch etwas schwieriger zu handeln. Und wir haben den Eimer wieder nicht im Team. Muss ich jetzt Angst haben? Team führt. Gegnerisches Team, ja. Hm.
so in die Zone reinstürmen, nee. Nee, das traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht. Und auch wenn man in der Zone ist, rat euch auch nicht in die Zone zu. Ah, da ist der. Da ist der. Aus Gegner und schläft noch. Unglaublich. Da treffe ich den nicht. Dann leckt er sich hier durch. Das müssen wir mal fertig bringen. So, er lebt noch. Wir haben ihn gekriegt, er hat uns aber leider auch. Ja, was sollte ich sagen? Ja, haltet euch nicht zu oft in der Zone auf, weil wenn ihr dort getroffen wird, dann verspritzt ihr nur Tinte in der Zone und das kann dann leichter für die Gegner werden, die Herrschaft zu übernehmen. Bleibt eher ein bisschen auf Abstand und sucht euch Waffen aus, die eine gute Reichweite haben. Muss jetzt nicht eine richtig ferne Reichweite haben, aber das sollte jetzt nicht, was kann man dann da holen, was tut ihr denn sehr nah? Ja, Pinsel. Pinsel vielleicht. Sollte man jetzt nicht so einsetzen, dass man die Zone durchquert, um dann die Gegner zu erledigen. So, und immer schön Bomben reinschmeißen, dann gelingt die Herrschaft auch. So, die Gegner würde ich jetzt ganz gerne aufhalten. Diese Partie ist nämlich wirklich drin. Irgendwie gibt es schwächere Mitglieder im gegnerischen Team. Der eine ist nicht mehr da. Die anderen sind halt nur ein bisschen schwächer, aber... Boah, sind halt vorne, ne? Ja, da ist ein Roller. Ah, gegnerische Herrschaft, nicht gut. Warte, war das ein Feind? Der mit dem Rugby-Helm dort. Ja, den Eimer haben wir. Okay, es sind Lags im Spiel. Definitiv. Ich habe ihn zweimal getroffen, er ist nochmal runtergesprungen und dann erst gestorben. Also, auch wenn wir verlieren, dann. Ja. Muss das nicht immer ein fairer Sieg gewesen sein? Da kommt ein Roller, weg mit dem. Ja, ist auch so eine Millisekunde später gestorben. Aber das ist entscheidend. Das war jetzt gut, dass wir zwei Gegner getötet haben. Da kommt wieder einer. Der Heulboje komplett versammelt. Okay. Wir haben die Führung. Ah, schade. Ich hätte vielleicht zur Seite springen müssen. Aber wir sind jetzt weiter vorne. Das ist dann doch schon ganz gut, wenn wir jetzt... Die Herrscher, warum haben wir die Herrschaft abgegeben? Sind alle gestorben? Ja, ich müsste auch noch eine Ausrüstung haben mit weiter werfen vielleicht, weil, ja. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich so drauf habe. Das war schlecht von mir. Übrigens, wusstet ihr, dass Japaner im einem Splatfest eine richtig geile Farbe bekommen haben. Ja, die haben nämlich die weiße Farbe bekommen und weiße Inklings sehen so geil aus. So richtig cool. Die sind dann halt weiß und da, wo es dunkler ist, bei einem Orangen hier, so am Ende der Flossen oder Saugknöpfe, keine Ahnung, sind die halt so ein bisschen rot. Und als Tinted Fishform sind sie halt so blooper-like. Also, wow, richtig cool. Schade, dass diese Farbe nur für dieses Splatfest benutzt wurde. Das war irgendwie, ich glaube, Milch gegen Limonette. Oder sowas. Ja, irgendwie so zwei Getränke gegeneinander. So, das war das dritte Match. Ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre natürlich nett. Wie findet ihr diese Waffe? Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Splatoon wieder. Hoffentlich mit einem weiteren Update.